Yo, Peace und willkommen zurück zu Far Cry, wollte ich gerade sagen. Fallout 3. Wir wollten in der letzten Folge den Ausgang finden, hatten es aber nicht ganz geschafft. Deswegen gehen wir jetzt weiter und suchen nach dem Ausgang. So, jetzt haben wir das Klassenzimmer, da waren wir schon drin. Also, ich war jetzt überall drin. Klinik waren wir schon drin. Das heißt, es geht bloß ins Atrium. So, jetzt sind wir hier. So. Hier waren wir auch schon drin, hier ist aber nichts. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Aber wir könnten noch ein bisschen durchsuchen. Elektrischer Leiter brauchen wir auch nicht. Hier haben wir ein bisschen Altmetall, ist aber auch Blödsinn. Brauchen wir alles nicht. Deswegen, da können wir nicht rein. Da können wir nicht rein. Hier brauchen wir eine höhere Schlossknack Fähigkeit. Deswegen müssen wir hier erstmal noch weitergehen. Die leben wohl wieder, oder? Ekelhaften Drecksviecher. So, Admin. Das heißt, wir können bloß Richtung Admin gehen. Weil da drüben kommen wir auch nirgendwo rein. Das heißt, es geht nur hier lang. Das dumme Kind des Doktors, Alter. Sein Bastard. Beleidigt er uns einfach mal. Admin. Das heißt, wir können bloß noch hier rein. Ich gehe mal noch hier weiter. Hier ist kein Zugang zum Filterroom. Das Büro des Aufsehers, das ist hier. Operations Overseers Office, also halt die, das müsste ja eigentlich hier sein, weil das ist ja das Büro des Aufsehers. So. Hier ist was drin. Kennwort des Terminal des Aufsehers. Ja, aber gerade wenn wir noch ordentlich Munition bekommen, das kommen wir gleich mal wieder ausrüsten unsere. Also die Maus sind sie in diesem. Ist echt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das Kennwort aktivieren. Sicherheitsdossier ansehen, Speerberichte ansehen, Voltec-Anleitung und Tunnel des Aufsehers öffnen. So, jetzt haben wir das Alter. Okay. Öffnen Tür. Okay, hier war nichts, ne? Gut. Eingang zum Vault 101. Ach so, hier ist eine Tür oder was? Nee. Aktivieren Schalter. Ach so, doch. Was zum Fick? Das sieht sehr stark nach dem Ausgang aus. Erfordert Schlüssel. Haben wir den Schlüssel? Nee, haben wir nicht. Was haben wir hier? Aktivieren. Eröffnet die Vault-Tür. Holt den Aufseher. Diese Tür muss geöffnet werden. Sofort. Du hast sie tatsächlich geöffnet. Ja, ich hab's. Können wir jetzt abhauen? Ja, ich glaube schon. Okay, das sieht sehr stark danach aus, nach dem Ausgang. Bevor sie wollt 0101, wir können die Charaktere überarbeiten. Namen, bla 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 bla. Fertig. Okay, wir betreten jetzt das Ödland. Alter. So sieht es also nach einer atomaren Explosion aus. Also das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich heftig aus. So. Okay, 17 Fertigkeitspunkte zuteilen. Das kann ziemlich laut Musik, aber das sollte nicht das Problem sein. Große Waffen auf jeden Fall mal auf 20 machen. Sprengstoff machen wir mal 1 hoch. Dietrich ist gut. Mal auch auf 20. Nahkampfwaffen machen wir auch auf 20. Und hier unten haben wir noch Sprache. Und Waffenlos machen wir so und weiter. Ein Extra wählen. Dieb.
Mit jedem weiteren Rang des Extras Dieb erhalten sie sofort einen Bonus von 5 Punkten auf die Fertigkeit Schleichen und Dietrich. Heller Kopf. Mit jedem Rang Erfahrungspunkte weitere 10% zu ihren gesamten Erfahrungen sind zuaddiert. Intensives Training, Lady Killer. Okay. Waffenfreak. Das geht schon mal ganz gut. Das heißt, wir nehmen einfach mal das. Vielleicht bringt uns das weiter. Kampf. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Ödland. Und ich habe jetzt aber keine direkte Ahnung. Ein Flussschiff mit Handelswaren von der fernen Halbinsel Point Lookout hat an der Mündung des Potomac angelegt. Der Kapitän bietet jedem Söldner, Schatzsucher oder Abenteurer, der das neue Land erkunden will, eine Passage nach Point Lookout. Okay. Nach Pitt. Es gibt Berichte über den neuen Funkspruch, der am Ödland der Hauptstadt ausgestrahlt wird. Es scheint sich bei der Übertragung um eine Art Notruf zu handeln, bei dem abgesehen von dem Standort und dem Namen des Senders nur sehr wenige Informationen übermittelt werden. Kartenmarkierung hinzugefügt. Gucken wir uns das gleich mal an. Das war hier bei Data. Lokale Karte. Weltkarte. Okay, wir müssen auf jeden Fall dahin. Dahin müssen wir. Einfach nur geradeaus. Ich habe jetzt keinen Bock, dass jetzt irgendeine mutierte Gestalt auf uns zuspringt. Ist es. Okay. Wir sind halt auch nicht voll mit Leben. Hier vorne scheint irgendwas zu sein. Da hinten hilft. Im Ödland der Hauptstadt ein neues Funkensignal aufgefangen. Es ist zwar unverständlich, klingt aber bedrohlich. Okay. Broken Steel wurde geladen. Broken Steel wurde geladen. Ihre Level-Obergrenze wurde auf 30 erhöht. Okay, kommt jetzt hier alle 2 Sekunden so eine Nachricht rein, oder? Alter! Alarm! Im Ödland der Hauptstadt wurde ein neuer Funkspruch aufgefangen. Er klingt wie ein Notruf, scheint aber nur für bestimmte Ohren vorgesehen zu sein. Na, sensationell. Sind wir jetzt eigentlich richtig, wenn wir mal auf die Karte gucken? Ich gucke mal kurz nach. Ja, da müssen wir hin. Was haben wir hier? Willkommen in Megaton. Die Bombe ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Megaton oder Megaton, keine Ahnung. Ja, Megaton. Gucken wir auf jeden Fall mal rein. Wen haben wir denn hier? Walt 101. Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt. Und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ihr Anblick gefällt mir nicht. Ich rieche Ärger. Ich bin zu jedem fair, aber wenn sie auch nur im entferntesten Blödsinn machen, sind sie tot. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, sie kennenzulernen. Schöner Hut, Peschmarie. Schweigen. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Okay, Nachricht erhalten. Sie machen mir keine Angst. Schweigen. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Reden wir über diese Bombe. Wissen wir etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Erzählen Sie mir mehr über Ihre Stadt. Ich muss jetzt los. Fangen wir mal das Wesentliche mit dem Vater. Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Was gibt's da zu reden? Okay. Eines Tages fliegt das Ding in die Luft, eine Zeitbombe. Wer baut um eine Bombe bitte eine Stadt? Achso, ist das doch Wahnsinn. Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Ich kann mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen. Was auch immer, ich habe sowieso nicht vor, länger zu bleiben. Würde diese Bombe explodieren, wäre der Welt viel geholfen. Gut, genießen Sie Ihren Aufenthalt in Megaton. Machen Sie keinen Ärger, dann kommen wir weiterhin gut miteinander klar. Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Ich kann mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen.
Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Erzählen Sie mir mehr über Ihre Stadt. Ich muss jetzt los. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Okay. Gucken wir uns erstmal hier die Stadt an. Welcome Saloon Sheriff Clinic Cummins Luxury Apartments. Okay. Sheriff Saloon. Ich weiß halt nicht genau, was jetzt hier drin soll. Wir können doch mal gucken, ob wir jetzt irgendwie direkt da drin eine Aufgabe haben. Das ist ein Ausgang und hier ist noch ein Ausgang. Warte. Lukas Sims Haus. Scheinbar müssen wir da irgendwie hin. Was haben wir hier? Nee, hier sind Häuser, da will ich eigentlich ungern mich hier unbeliebt machen, indem ich die Schlösser knacke. Also wenn ich hier wohnen würde, hätte ich Schiss, dass es hier alles mal einbricht, wenn ich hier langlaufe. Was? Vatec Processing Plan. Ich geh einfach mal rein, mal gucken, was da drin losgeht. Hallo? Ja, was denn? Das könnte der Kerl sein, den ich vor kurzem in Moriartys Saloon gesehen habe. Ich würde dort fragen. Ich kümmere mich um die Wasseraufbereitungsanlage. Dieses alte verrostete Ding versorgt uns mit sauberem Wasser. Zumindest zur Zeit noch. So, wieder an die Arbeit. Okay, er hat gesagt, in diesem Saloon. Okay, da wurde hier auch ausgestellt, deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal danach. Ja, ist ja nicht zu übersehen, ne? Also. Ich. Geht das auch hier oben irgendwie lang? Ja, gut, da gehen wir einfach doch hier lang. Ja, hier geht's hoch, okay, Saloon, perfekt. Das Ding ist, wir können halt nicht sprinten, wir können bloß schleichen. Geht's. Ne, da geht's zum Saloon. Hallo. Jo. Gucken wir auf jeden Fall mal hin. Vielleicht finden wir da unseren Vater. Achso, das ist diese Hintertür. Ah. Hi. Billy sagt, dass ich nicht mit Ihnen reden soll. Welcher Billy? Ist das Billy? Nee. Harden Sims. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Ja, das sollst du auch nicht. Ah. Jetzt müssen wir ja außen rumlaufen, ich geh da, aber ich geh da hinten wieder lang. Oh, ich will jetzt nicht das Schloss knacken, wenn ich das hier dann irgendwie alle auf mich losgehen. Okay, geh mal. Ja, okay, hier geht's rein. Perfekt. Okay, hier ist immer in dem Saloon auf jeden Fall drin. Mach schon, du Schrottal. Jeden Tag derselbe Mist. Also der sieht sehr gesund aus, der Mann. Ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay. Aber das Signal von Galaxy News... Hey, Glattaut, brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Also der sieht sehr gut aus. Ih, verdammt, was bist du denn? Klappe Ghoul. Haben Sie schon mal einen Ghoul gesehen? Tja... Nicht alle hatten die Gelegenheit, in eine gemütliche Wall zu kriechen, als die Bomben fielen. Einige von uns mussten hier draußen bleiben und haben eine volle Breitseite Hitze und Strahlung abbekommen. Jetzt sind wir wandelnde Leichen. Soweit ich sagen kann, altern wir langsamer als sie. Viel langsamer. Es gibt sogar ein paar Ghule, die schon während des Krieges lebten. Mit einem Gesicht wie Brahmin-Fleisch behandeln die Leute einen natürlich nicht wirklich nett. Nett von Ihnen, das zu sagen. Wenn man schon nicht nett sein kann, muss man wenigstens so tun, was? Trotzdem ist ein falsches Kompliment besser als die Faust, die ich normalerweise abkriege. Für eine Glatthaut sind Sie gar nicht mal so übel. Sie haben kaum mal dazu gewonnen. Ich suche meinen Vater, er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Oh ja, an so jemanden erinnere ich mich. Ehrlich gesagt halte ich mich normalerweise im Hintergrund, bekomme häufig eins drauf, wenn ich Kunden anstarre. Aber sprechen Sie mal mit Moriarty. Sprache 19%, Gott bitte, wenn du irgendwas über meinen Vater weißt, sag es mir.
Tut mir leid, Glatthaut. Das Risiko kann ich nicht auf mich nehmen. Moriarty schlägt mich tot, wenn ich auch nur mit ihnen rede. Das ist schlecht. Nova. Ja? Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Ja, klar, ich helfe dir. Und als Dank schmeißt mich Moriarty raus. Tut mir leid, aber wenn du mehr wissen willst, kann dir nur Moriarty weiterhelfen. Sprich mit Gorb. Er hasst Moriarty mehr als ich. Vielleicht erzählt er dir was, aber ich bezweifle es. Der Typ hier hinten. Wie viel kostet ein Zimmer? Naja, das brauchen wir mal nicht. Wie viel hat das mit dem Gut auf sich? Was müsste ich machen, um dich zu buchen? Okay, wahrscheinlich ist das eine Prostituierte. Also, was heißt wahrscheinlich? Was hast du mit dem Radiosender gesagt? Was eigentlich Galaxy News Radio? Das sagt eigentlich der Name schon aus. Was gibt es Neues in der Stadt? Pass auf dich auf, Schatz. Eine sehr gut aussehende Frau, nicht? Billy Creel. Hast du ein Problem? Wo findet man denn eigentlich diesen Moriarty? Super Tag heute, was? Findet man den hier hinten? Soll ich jetzt was bringen oder braucht hier jemand nur eine Tracht Prügel? Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Ich suche meinen Vater, APG. Übliche Frage. Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da, ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie, mein Vater und ich wurden in der Vault 101 geboren. Alles Lügen, die Vault ist schon seit 200 Jahren verschlossen. Ich möchte nur meinen Vater finden, wo steckt er? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos und Infos sind Handelsware. Sagen wir 100 Kronkorken und Sie wissen, wo Ihr Papa ist. Sehr günstig. Ich habe keine 100 Kronkorken. Okay, ich helfe Ihnen. Der guten alten Zeit wegen. Wenn Sie nicht genug Kronkorken haben, um für diese Information zu zahlen, können Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Klar, doch, ich tue alles, um die Information zu kriegen. Soll ich einfach die Drecksarbeit erledigen? Vergessen Sie, Moriarty. Wer hat was von schmutziger Arbeit gesagt? Sie brauchen Kronkorken und ich verrate Ihnen, wie Sie welche bekommen können. Das nennt man ein Geschäft. Diese Junkie-Schlampe Silver borgte sich massig Kronkorken von mir. Sie behauptete, mich billig mit Jet und Psycho versorgen zu können. Das Problem ist, dass sie sich mit dem Zeug aus dem Staub gemacht hat und ihre Zelte in Springvale aufgeschlagen hat, um sich zuzudröhnen. Wenn sie die Kronkorken holen, die sie mir schuldet, gehören sie ihnen. Sie werden mich mit diesen Kronkorken sowieso bezahlen. Haben Sie Erinnerungslücken? Umsonst ist nur der Tod. Also schaffen Sie mal die 300 Kronkorken ran. Dann können wir reden. Hätte er nicht gesagt 100? Achso, ja, hier steht es sogar. Ich sagte 100 Kronkorken. Und soweit ich mich erinnere, haben Sie abgelehnt. Jetzt verlange ich 300 Kronkorken. Und? Was sagen Sie dieses Mal? Ach, kommen Sie schon. Sind die Leute in Ihrer Vault so leichtgläubig, dass Sie annehmen, ich würde darauf reinfallen? Sie haben nicht genug Kronkorken, also bekommen Sie auch keine Informationen. Ich bin nicht dumm. Okay, dann gehen wir jetzt. DC ist ein gefährliches Pflaster. Diese Supermutanten können sehr gereizt reagieren. Okay, was ist mit dem Typen noch passiert, erfahrt ihr auf jeden Fall in den nächsten Part. Schaltet da wieder ein und ciao.